Hallo ihr Lieben, so, bevor wir anfangen, muss ich erstmal mit euch reden. Und zwar, ihr habt ja gesehen, es gibt so einen Snack nebenbei, in süß, low carb. Und zwar, jetzt hatte ich wirklich, wirklich nicht vor, ein Video zu machen, also wirklich, wirklich. Aber die wollte ich mir heute machen. Und dann habe ich so überlegt, nee, das Rezept habe ich noch nicht gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, den einen oder anderen interessiert es ja. Jetzt ist aber so, jetzt würde ich gerne mal wissen, entweder mit dem Daumen nach oben oder ihr schreibt einen Kommentar, wie ihr wollt, ob ihr gerne Low Carb auch seht oder nicht so gerne. Also, weil es ist so, ich weiß schon, dass Paar das gerne sehen, aber ich weiß auch, dass Paar das nicht so gerne sehen. Und ich würde es gerne abwiegen. Auf jeden Fall gibt es weiter auch mal Low Carb Sachen, weil im Moment ernähre ich mich so seit 4 Tagen. Also heute ist der 4. Tag. Aber es gibt natürlich, also keine Angst, die normalen Sachen gibt es auch. Aber ich würde entweder weniger Low-Carb-Sachen machen oder ich würde halt immer hin und wieder was dazu machen. Aber das hängt halt von euch ab, weil ich will ja die Zuschauer, also euch, auch nicht verkraulen. Und deswegen muss ich da halt so ein bisschen abwägen und ich kann das im Moment total schwer einschätzen. Und deswegen wäre es lieb, wenn ihr einfach mit dem Daumen nach oben oder Kommentar da einfach was sagt, ja, wir mögen es oder wir mögen es halt nicht. Und dann wäge ich halt ab. Also natürlich kann ich nicht nach einer einzelnen Person gehen, das ist klar. Aber dass ich da ein bisschen mehr irgendwie einen Durchblick habe oder so. Weil im Moment ist es so, ich glaube schon, dass es im Moment sehr gefragt ist. Aber irgendwie, es kommt halt dann mal irgendwie, oh nee, was ist das? Dann bin ich wieder ein bisschen, ach, soll ich es jetzt machen oder nicht? Und deswegen könnt ihr mir dabei helfen. Und zwar die habe ich nämlich vorgestern schon mal gemacht. Diese Kekse sozusagen. Und ich finde es halt ganz gut. Es ist zwar kein Weihnachten, aber die schmecken jetzt auch nicht unbedingt nach Weihnachten, aber ich finde es halt ganz gut, weil die kann man halt auch gut mitnehmen. Also einfach mal so zwischendrin zum Knabbern, ob es jetzt auf der Arbeit ist oder ob man so unterwegs ist und man will was Süßes, aber halt Low Carb oder so. Und deswegen finde ich die ganz gut und habe mir gedacht, ich teile es mit euch. Und jetzt fangen wir an mit den Zutaten. Und zwar, wir benötigen einmal 60 Gramm Eiweißpulver, ihr könnt aber auch zum Beispiel Kokosmehl nehmen. Dann brauchen wir, ich habe jetzt so 1,5 bis 2 Esslöffel Zucker, also hier Erythrit, na, wo bist du? Hier, also Zucker Light. Dann nehme ich jetzt in dem Falle, aber nur weil ich ein bisschen aufs Geld im Moment achten muss. Und ich habe Flavor Drops Vanille, nehme ich jetzt die Vanille. Ihr könnt natürlich ganz normale Vanille nehmen, aber da ich das halt da habe und das andere nicht da habe, nehme ich jetzt halt das, einfach um Vanille, einen Vanillegeschmack zu bekommen. Dann habe ich 180 Gramm Haferkleie. Ich habe mich jetzt heute für Haferkleie entschieden, ihr könnt aber auch Haferflocken nehmen. 300 Gramm Quark brauchen wir. Dann habe ich hier so ungefähr, also das ist mehr so eine freiwillige Basis, so 50 Gramm gemahlene Mandeln. Aber die müssen nicht unbedingt dazu, aber sie können dazu. Und da ist halt die Frage, will man mehr, will man weniger, da seid ihr offen. Dann brauchen wir 3 Eier, dann 1 Teelöffel Zimt und 1 Teelöffel Backpulver. Ach ja, genau, und hier habe ich jetzt einfach so ein bisschen, ungefähr so 25 Gramm so Zartbitterschokolade klein gehackt. Ihr könnt natürlich auch so Schokoraspel nehmen oder Schokodrops oder ihr lasst sie weg, je nachdem. Und jetzt haben wir alles. Ja, genau. Und jetzt können wir unsere Kekschen schon machen. So, also den Ofen habe ich jetzt schon mal auf 180 Grad eingestellt, weil jetzt ist es ganz easy. Jetzt heißt es einfach nur alles zusammenhauen. Und zwar die Eier sind schon drin in der Schüssel. Dann geben wir den Quark dazu. Und jetzt müssen wir das nur noch verrühren. Jetzt machen wir das ganz unspektakulär einfach aufs Blech drauf. Weil es läuft dann eh ein bisschen auseinander. Was soll man da jetzt groß irgendwelche Kunststücke machen? Kannst ja mal versuchen, ein bisschen ordentlich zu machen. Aber ich glaube, beim letzten Mal sind die auch auseinandergelaufen. So, und jetzt geht's ab in den Ofen. So, fertig sind wir. Und zwar, die waren jetzt 25 Minuten im Ofen und eigentlich gibt es nichts weiter zu sagen. Also sind jetzt doch nicht groß verlaufen. Das Einzige, was ich nur sagen kann, ist,
Das sind jetzt halt nicht so eine harten, also die richtig knacken, wenn man reinbeißt, weil ja viel Quark drin ist. Also wenn man das erwartet, nein, das sind sie nicht. Aber ich finde sie sehr lecker. Deswegen habe ich sie jetzt in Kürze schon das zweite Mal gemacht. Und ja, ich würde sagen, jetzt zeige ich es euch aus der Nähe. Und zwar so sehen sie aus. Hier habe ich noch ein paar zum Abkühlen. Und ja, dann macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!